Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch einen kleinen Haul, gemischten Haul, Mini-Haul. Und zwar, ich habe ein bisschen ein paar Sachen bei H&M gefunden und dann ein paar Drogerieprodukte von Rossmann. Also, bleibt dran! So, als erstes habe ich diese Hose gefunden. Die ist so in dunkelbraun. Und das Besondere an der Hose ist, dass sie solche hier... Ja, so was Gestecktes hier hat. Das ist oberhalb vom Knie. Also ich finde die Hose, die macht super Figur. Die ist total bequem. Und die war von ca. 30 oder 40 Euro auf nur 20 Euro reduziert. So, dann habe ich noch diese Hose gefunden. Das ist in so einer Farbe Khaki. Khaki grün, braun irgendwie. Und die ist ja ein bisschen vom Material aus ein bisschen dicker als die andere. Und das Besondere an der Hose ist hier, dass die unten am Hosenbein solche Druckknöpfe hat, die allerdings man nicht aufmachen kann. Und die ist auch sehr bequem und die war von 30 Euro auf 15 Euro reduziert. Also da bin ich auch sehr glücklich, dass ich sie gefunden habe. Und dann habe ich mir auch so einen gestreiften Basic-Pulli gekauft mit langen Ärmel aus 100% Baumwolle und der war von 10 Euro auf 3 Euro reduziert. Ja, habe ich auch diesen Schal gefunden. Den habe ich auch schon in meinem letzten Video, glaube ich, präsentiert. Ja, ich wollte so einen ganz normal hellen Schal haben. Und den habe ich jetzt. Und zwar der ist ja so wollweiß mit beige und so ein bisschen so rosa Streifen. Und der war von 15 auf nur 7 Euro reduziert. Denn natürlich musste er einfach mit. So, habe ich mir noch so eine Jacke, so eine festliche Jacke gekauft, die ich wahrscheinlich jetzt zu Weihnachten und Silvester auf jeden Fall anziehen werde. Wahrscheinlich kennt ihr die schon alle. Das ist diese so in, ja, so grau-silberfarben Felljacke. Mit diesen hier so Lederimitat so Kragen, die Enden hier so. Und so sieht die aus. Oh, die ist so schön kuschelig. Und die ist mit Reißverschluss. Kann ich euch auch zeigen, wie die von innen aussieht. Auch total schön gemacht. So sehr Tönfarben, so ein Grau. Und die habe ich in Größe 38 gekauft. Und die passt einfach super. Und da freue ich mich schon auf Silvester, die anzuziehen. So. Jetzt kommen wir zur Drogerie. Ich war bei Rossmann. Ich brauchte eine reichhaltige Nachtcreme. Und zwar dann habe ich die gefunden hier von Florena. Nachtcreme mit Shea Butter und Bio-Arganöl für sehr trockene Haut. Und die ist wirklich, wirklich toll. Also wie gesagt, die ist auch schon reichhaltig. Die ist auch so ein bisschen fester. Aber zieht auch irgendwie ein. Oh. Macht die Haut super geschmeidig und riecht einfach wunderbar. Toll. Brauchte ich auch eine Augencreme und dann habe ich mir die von Rival de Loup gekauft. Rival Q10 glättende Augencreme, anspruchsvolle Haut. Die benutze ich auch immer, wenn ich zu Bett gehe. Schön abends hier, ne, auf die Augenpartie auftragen und dann kann ich wirklich nur empfehlen, also die Haut wird wirklich super gepflegt, durchfeuchtet und bei dieser Jahreszeit einfach zu empfehlen. Dann habe ich noch ein Eyeliner gefunden und zwar von Maybelline New York Liquid Eyeliner Master Pressy in Schwarz. Das ist so ein Stift. Mit ganz dünner ist das. Und der ist wirklich auch super, super pigmentiert. Also da bin ich auch super zufrieden.
Also der hat um die 5 Euro gekostet, aber auf jeden Fall ein super toller Produkt. Dann von Manhattan habe ich mir noch so ein Coverstick gekauft. Der hat auch um die 5 Euro gekostet. Und den kann ich auch wirklich nur empfehlen. Also um die Augenringe abzudecken oder hier, ne, hier Nasolabialfalte oder so ein bisschen die Hautstellen aufzuhellen. Also kann ich wirklich den super empfehlen. Da ist der. Und den habe ich in den Nummer 1 gekauft. Naturell. Wirklich super Produkt. Kann ich nur empfehlen. Dann, in meinem vorletzten Video habe ich meine Blush-Sammlung gezeigt und da habe ich auch dieses von Manhattan Puder Rouge gezeigt. Da bin ich auch wirklich total begeistert. Also der ist super pigmentiert. Das ist die Farbe Elegant Violett 39N, kostet um die 3-4 Euro. Aber der ist wirklich super pigmentiert. Also so. Und die kann ich auch wirklich, wirklich empfehlen. Ein super tolles Produkt. Das war's auch schon wieder mit meinem kleinen kurzen Mini-Haul. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über Kommentare und natürlich ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und vergiss mich nicht auf Instagram zu besuchen. Da findet ihr mich unter meinem Hobbykanal. Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!